Herzlich willkommen hier zu dem Kanal Tarot 5 und zu einem weiteren Modul. Und zwar schauen wir sie die oder das Sunkit Förderband vom SRTD an. Sie schreiben dazu, das SRTD präsentiert euch heute das erste Förderband, welches man im Robo Editor platzieren kann. Ein Sunkit Zauberteppich kann mit Preis und Leistung überzeugen. Das Förderband lässt sich mit einer Steuerstelle an der Bergstation steuern. Der Einsatz reicht von Überhängen im Winter bis in Snowtubing-Anlagen im Sommer. Diese Liftanlage ist für den Winter wie auch den Sommer geeignet. Durch Gliederketten auf dem Zauberteppich ist eine lange Lebensdauer des Förderbands garantiert. Maximalgeschwindigkeit 1,2 Meter pro Sekunde, Förderleistung 1200 Personen pro Stunde. Die Anforderungen der Gliederketten auf dem Zauberteppich entspricht dieser Liftanlagen den Ansprüchen der Corona-Verordnung. Man sollte zur bestmöglichen Qualität des Förderbands ingame einen Supporter jeweils direkt vor und nach der Station platzieren. Erhöhte Ladezeiten beim Platzieren und Aktualisieren des Förderbands im Robo-Editor. Für smooth rundum des Förderbands empfiehlt sich, ein Supporter in regelmäßigen Abständen zu platzieren. Für Feedback und Support joint uns unserem Discord-Server, euer SRTD-Team. Okay, wir wandern einfach hier hin. Ja, komm. Wo steht denn das gut? Einfach hier platzieren. Einfach hier rauf. Okay, jetzt hat es wieder einen Leck. Ein Supporter direkt an der Station, ja. Als ob das so lange dauert. Gehen die Höhe auch? Nee. Okay. Direkt an der Station. Okay, neigen kann man's. Okay. Dann hier wieder was hin. Okay, ja. Es kommt schon wieder gut hier. Okay, sagen wir einfach, wir haben's bei. Oh Gott, ich bin ja noch hier oben vom vorletzten Review. Wir springen einmal kurz runter. Macht hoffentlich nichts für euch, wenn ich hier einmal kurz runterspringe. Können wir mal kurz 10 Sekunden vorspulen. Okay, das ist das schöne Stück hier. Okay, jetzt sind wir hier unten. Hier unten gibt es noch einen Notherd. Hier backt es gerade ein bisschen. Ja, hier jetzt mal wieder rein. Hier hinten ist dann auch die Steuerstelle. Anlage machen wir ein. Kodieren Betrieb. Okay, die Klingel ist, glaube ich, jetzt nicht so gut. Halt, Not Halt. Ja. Es befördert einen leider nicht. Hin und her. Schauen wir uns das kurz hier noch hier unten an. Ne, befördert leider einen nicht her. Ich mach nix. Ne, leider. Ja, viel mehr gibt's auch jetzt nicht zu zeigen. Textur ist ein bisschen pixelig, aber geht noch. Ja, dann würde ich einfach sagen,
Das war's mit dem Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Meine Meinung ist, es ist ein Förderband. Man kann leider nicht mitfahren. Ich gebe einfach 9,5 Punkte. Das einzige Manko, was ich habe. Ja. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bye.